Guten Abend und herzlich willkommen hier im Journal, liebe Zuschauer. Neben dem Prozess um einen bewaffneten Raubüberfall in Markdorf haben wir heute außerdem noch diese Themen für Sie. Bilanz. Staatsanwaltschaft Rottweil bearbeitet mehr Verfahren. Saisonbeginn. Freilichtmuseum stellt Programm vor. Außerdem Tabubruch. Kunstmuseum zeigt Werke Ernst Ludwig Kirchners. Und Wetterumbruch. Kai Zorn mit dem Wetter fürs Wochenende. In Konstanz ist heute das Urteil im Prozess um einen bewaffneten Raubüberfall auf ein Familienhaus in Markdorf gefallen. Die 6 albanischen und kosovarischen Angeklagten wurden zu mehrjährigen Haftstrafen zwischen knapp 2 und 10 Jahren Haft verurteilt. Ihnen wurde vorgeworfen, im Mai 2018 nachts in ein Markdorfer Haus eingebrochen zu sein. Dort sollen sie die 3-köpfige Familie aus dem Schlaf gerissen und gefesselt haben. Mit Pistole und Messern bewaffnet sollen sie dann 3 wertvolle Uhren, Schmuck und Geld im Gesamtwert von 45.000 Euro erbeutet haben. Danach verkauften sie die Uhren laut Anklage unter Wert für 10.000 Euro nach Albanien. Das Landgericht Konstanz verurteilte sie wegen Bandenhehlerei sowie schweren und besonders schweren Raubes. Mein Kollege Simon Siemann war heute in Konstanz bei der Urteilsverkündung dabei und schildert die Eindrücke vor Ort. Mehrjährige Haftstrafen und traumatisierte Geschädigte bleiben zurück von diesem Prozess. Die Frau und Mutter der überfallenen Familie hatte zuvor ausgesagt, dass sie unter schweren Angstzuständen leide, ihr Leben sei nicht mehr dasselbe wie zuvor. Immer wieder wache sie nachts schweißgebadet auf mit den Bildern des schrecklichen Überfalls vor Augen. Und eine Psychotherapeutin hatte ihr auch eine posttraumatische Belastungsstörung attestiert. Die Angeklagten zeigten sich heute in ihren letzten Worten sehr reumütig, ihnen tue der Vorfall schrecklich leid. Und sie wendeten sich auch an die Familie. Sie hätten nicht gewusst, dass die Familie zum Zeitpunkt des Überfalls in dem Haus gewesen sei. Allesamt waren arbeitslos und unter Kokain- und Alkoholeinfluss während des Überfalls. Und die Tat habe nur dazu gedient, ihren Lebensunterhalt und ihren Drogenrausch zu finanzieren. Und damit gebe ich zurück ins Studio. Die Bande soll übrigens hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen aktiv gewesen sein und wird sich dort wahrscheinlich noch in einem weiteren Prozess verantworten müssen. Wir machen jetzt weiter mit dem Fridays for Future. Die Schüler demonstrieren für mehr Klimaschutz und fordern einen schnelleren Kohleausstieg. Und sie wollen endlich ernst genommen werden, von Erwachsenen und von Politikern. Bei den Fridays for Future Demonstrationen sind heute wieder Schüler auf der ganzen Welt auf die Straße gegangen. Mehrere hundert auch in Ravensburg und meine Kollegin Alena Ehrlich war mit vor Ort. Es regnet in Strömen. Und trotzdem sind es nach Schätzungen der Polizei rund 800 Schüler, die an diesem Freitag in Ravensburg für mehr Klimaschutz demonstrieren. Deutlich weniger als bei der ersten Demonstration im Februar. Damals waren gut 1500 Schüler gekommen. Ob der Rückgang am Wetter oder vielleicht doch an möglichen Konsequenzen liegt? Die Reaktionen der Schulen auf die demonstrierenden Schüler fallen nämlich sehr unterschiedlich aus. Die Lehrer haben selber gesagt, sie fänden es gut, aber sie darf es uns nicht empfehlen. Und der Schulleiter hat gesagt, man darf es. Entschuldigung, ich muss, glaube ich, nachsitzen oder sowas. Und das kann er ruhig in Kauf nehmen. Also ich kann jetzt mit den Konsequenzen auch leben. So. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Eintrag hätte oder irgendwie sowas, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Bei mir liegt die Priorität einfach auf dem Klima, weil das was ist, was noch über meine Generation hinweg geht. Und wenn ich jetzt in den Unterricht denke und sage, ich lerne jetzt für mich was, dann ist das ein bisschen eine egoistische Denkweise, finde ich. Also wir haben jetzt so einen Zettel bekommen, da können wir, die Eltern müssen dann unterschreiben. Und das ist extra für diesen Tag. Das ist aber nicht an allen Schulen so. Die Ravensburger Gymnasien behandeln die Schülerdemo wie ganz normales, unentschuldigtes Fehlen. Der Grund? Das Neutralitätsgebot der Schulen. Das heißt, politische Diskussionen sind möglich, aber sie dürfen nicht festgelegt werden oder vorher in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Und das bedeutet auch, wir können nicht für politische Aktionen Unterrichtszeit zur Verfügung stellen. Viel Rückenwind erhalten die Schüler aber von der Elternorganisation Parents for Future. Und auch viele Wissenschaftler stellen sich mittlerweile hinter den Klimaprotest. So spricht in Ravensburg ein sichtlich gerührter Wolfgang Ertel von der Hochschule Ravensburg-Weingarten und bedankt sich bei den Schülern für ihren Protest. Und auch die Schüler selbst haben für ihre Demonstration in Ravensburg wieder viel Programm vorbereitet. Von Reden über Gedichte bis hin zu Gesang. Doch würden die Schüler auch dann noch auf die Straße gehen, wenn die Demonstrationen in der Freizeit stattfinden würden? Ja, denk schon. Ja, wenn es an der Zeit her passt. Ja, wenn es an einer guten Uhrzeit ist. Definitiv? Ja. Ja, habe ich schon. Es würden weniger Leute kommen.
Aber ich meine, es ist Aufmerksamkeit kommt ja auch daher, dass das jetzt vielleicht ein bisschen ja, gegen die Regeln ist. Ein bisschen gegen die Regeln verstoßen, um den Klimaschutz voranzubringen. Die Konsequenzen, die nehmen die Schüler zumindest bislang noch gerne in Kauf. Und selbst an den Ravensburger Gymnasien gehen die Rektoren bislang nicht davon aus, dass sie die Schüler massenhaft zum Nachsitzen schicken werden. Bei der Aufklärung dubioser Wahlkampfspenden aus der Schweiz an den AfD-Kreisverband Bodensee und Alice Weidel bekommt die Staatsanwaltschaft Konstanz Unterstützung aus der Schweiz. Das hat die Staatsanwaltschaft Zürich heute mitgeteilt. Gegen die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel und andere Mitglieder ihres Kreisverbandes am Bodensee wird wegen Spenden in Höhe von 132.000 Euro ermittelt. Sie waren 2017 von einer Schweizer Firma auf Konten des Kreisverbandes überwiesen worden. Die AfD zahlte das Geld zurück. Deutsche Parteien dürfen laut Gesetz keine Spenden von Gönnern annehmen, die nicht EU-Bürger sind. Weitere Meldungen haben wir jetzt für Sie im Überblick. 6 Jahre Gefängnis, die anschließende zeitlich unbefristete Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung und 6.000 Euro Schmerzensgeld. So lautet die Strafe für den Poststegräuber. Der Angeklagte ist wegen schweren Raubes und Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie 2 Verstöße gegen Weisung der Führungsaufsicht verurteilt worden. Im August 2018 hatte der Verurteilte einen 95-Jährigen am Tuttlinger Poststeg überfallen. Er wollte ihm seine Tasche entreißen. Als der Rentner nicht nachgab, schlug ihn der Täter mit der Faust ins Gesicht, sodass der 95-Jährige mit dem Kopf auf den Asphalt aufschlug. Dass der das überlebte, nicht selbstverständlich. Wir wollten die Sicherungsverwahrung vermeiden, weil der schwerkranke Mensch gehört in die Psychiatrie. Das wollte er auch, das war sein eigener Wunsch, das haben wir erreicht und deswegen sind wir natürlich mit dem Urteil zufrieden. Die Zeit bis zum Haftantritt wird der Verurteilte weiterhin in Untersuchungshaft verbringen, wegen Fluchtgefahr. Verpackungsfolie, Einweggeschirr, Shampooflaschen. Täglich fallen Unmengen an Plastikmüll an. Der Werkstoffhof Heid in Aulendorf ist einer von 3 Umschlagbetrieben, der die gelben Säcke, die bei den Werkstoffhöfen im Landkreis Ravensburg abgegeben wurden, sammelt und zwischenlagert. Pro Woche kommen so zwischen 40 und 50 Tonnen Plastikmüll zusammen. Mehrere Male in der Woche kommt ein Lastwagen und nimmt den Müll mit, damit dieser weiterverwertet werden kann. Die Müllabholung wird über das duale System organisiert. Der große Funken in Wurmbrechts muss ausfallen. Denn Unbekannte haben ihn in der Nacht auf Donnerstag vorzeitig angezündet. Eigentlich sollte er erst am Freitagabend offiziell angezündet werden. Der Wurmbrechtzer Funkenverein hat aber nun kein Material mehr, um den Funken neu aufzubauen. Die Enttäuschung ist groß. Die Polizei sucht Zeugen. Gefahr für umliegende Häuser durch den Brand habe in der Nacht aber nicht bestanden. Bundesministerin spricht zu Landwirten. Julia Klöckner von der CDU, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, hat am Donnerstagabend bei der Hauptversammlung der Kreisbauernverbände Rottweil und Tuttlingen gesprochen. Mehrere hundert Landwirte aus beiden Landkreisen hörten in der Eixheimer Festhalle zu, als sich Klöckner zu Themen wie Pflanzenschutzmittel oder das angeschlagene Image der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit ausließ. Tenor, der Dialog müsse sich beiderseits verbessern. Auffällig, nur einmal bekam die Ministerin Zwischenapplaus. Begeisterung sieht anders aus. Willkommen zurück. Die Staatsanwaltschaft Rottweil hat gestern ihre Jahresbilanz gezogen. Sie ist neben Rottweil auch für die Landkreise Tuttlingen und Freudenstadt zuständig. Welche grundlegend strukturelle Änderungen es geben wird und welcher Fall den leitenden Oberstaatsanwalt im vergangenen Jahr auch persönlich beschäftigt hat, das weiß unsere Reporterin Franziska Ehrenfeld. Ein Fall, der im letzten Jahr wohl niemanden kalt gelassen hat, ist der Dreifachmord von Villingendorf. Am 14. September 2017 ermordete ein damals 40-Jähriger seinen 6-jährigen Sohn, den neuen Partner der Mutter und dessen Cousine. Das Urteil? Eine lebenslange Freiheitsstrafe. Auch für den leitenden Oberstaatsanwalt Joachim Dittrich ist das nichts Alltägliches. Das Besondere an dem Fall in Villingendorf war die Singularität, dass eben jemand hingeht und mit einem Mal 3 Menschen umbringt. Dass er ein Kind umbringt, dass er letztlich Familien zerstört. Und am Ende stand eine Strafe, bei der für mich schon das Besondere und Beeindruckende war, dass ich den Eindruck hatte, dass sich alle Verfahrensbeteiligten über diese Strafe, über die Notwendigkeit dieser Strafe vollkommen einig waren. Dieser Fall ist von der Polizei außerordentlich umfassend aufgeklärt worden.
die vielfältigen Bemühungen, den Täter, der ja zunächst flüchtig war, zu ergreifen, hatten ja dann nach einigen Tagen auch Erfolg. Die Ermittlungen sind dann sehr sorgfältig geführt worden und die Aufarbeitung des Tatgeschehens durch das Landgericht Rottweil ist auch außerordentlich umfassend erfolgt. Zu tun gab es laut Dittrich im letzten Jahr aber auch sonst so einiges. Von den rund 500 Ermittlungsverfahren mehr als im Vorjahr waren die meisten Verfahren gegen bekannte Täter. Dort gab es einen Zuwachs von 3,4%. Die neu eingeleiteten Vollstreckungsmaßnahmen haben sogar um fast 9% zugenommen. Die Anstiege sind festzustellen vor allen Dingen im Bereich der Betäubungsmitteldelikte, was damit zu tun hat, dass wir im Jahr 2017 noch eine besondere Ermittlungsgruppe des Polizeipräsidiums Tuttlingen hatten, die sich der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität verschrieben hatte. Und diese Arbeit war sehr erfolgreich. Auch die Zahl der erfassten Sexualdelikte ist bei uns deutlich gestiegen. Allerdings gäbe es den Tatbestand der sexuellen Belästigung erst seit Ende 2016. Er schließe die Lücke zwischen Beleidigungen und schwereren Sexualdelikten. Nach unseren Beobachtungen sind die Anzeigen aus diesem Bereich durchaus messbar und tragen eben deutlich zu diesem Anstieg bei. Eine für die Staatsanwaltschaft erfreuliche Nachricht gab es auch. Der Personalzuwachs führt im Juni zu einer Umstrukturierung. Aus zwei Ermittlungsabteilungen werden drei, also eine für jeden Landkreis. Seit Jahren streiten Stadt und Finanzamt über die Steuern, die Lindau wegen der Einnahmen aus Parkgebühren zahlen muss. Jetzt verschärfen Staatsanwalt und Steuerfahndung das Verfahren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Oberbürgermeister Gerhard Ecker, seinen Kämmerer und dessen Vorgänger wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Es geht dabei ausdrücklich nicht darum, dass sich jemand selbst bereichert haben soll. Dennoch fand diese Woche eine Razzia in der Stadtverwaltung statt, bei der jede Menge Akten sichergestellt worden sind. Weitere Kurznachrichten haben wir jetzt für Sie im Überblick. Der von Airbus in Immenstadt im Auftrag des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt entwickelte und gebaute Astronautenassistent Simon wurde für den Deutschen Innovationspreis nominiert. 8 Unternehmen sind für den Preis vorgeschlagen. Diesen vergibt die Wirtschaftswoche Ende März gemeinsam mit Accenture und ENBW. Die medizinballgroße, 5 Kilogramm schwere Kunststoffkugel war laut Airbus der erste mit KI ausgestattete Astronautenassistent im Weltraum. Im Rahmen eines Technologieexperiments für die Mensch-Maschine-Interaktion im All wurde er im vergangenen November von Alexander Gerst auf der ISS eingesetzt. Abteilung statt Verein. Der Tennisclub in Bad Wurzach will sich dem örtlichen Großverein TSG als Abteilung anschließen. Das beschloss eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Der TC 68 leidet seit Jahren unter einem starken Mitgliederschwund. Von einstmals 300 sind noch 55 übrig geblieben. Versuche, neue Tennisspieler zu finden, scheiterten. Auch Aktive gibt es immer weniger. Deshalb sind 2 der 5 Tennisplätze am Ried stillgelegt. Im Mai wird die Hauptversammlung der TSG entscheiden, ob der Verein in Verhandlungen mit dem Tennisclub tritt. Alternative zur Verschmelzung wäre die komplette Auflösung des TC 68. Verein Lebenshaus erlebt im alten Bahnhofsgebäude viele Überraschungen. Derzeit baut der Verein Lebenshaus das alte Bahnhofsgebäude zur neuen Produktionsstätte des Nudelhauses um. Dabei müssen die Verantwortlichen immer wieder umplanen und mit Überraschungen rechnen. Asbest zum Beispiel. Eigentlich war der Umzug im August geplant. Nun wird es voraussichtlich Herbst werden, bis das Nudelhaus in seinem neuen Domizil angekommen ist. Es tun sich aber auch neue Kooperationsmöglichkeiten auf. Citycar hat sich in den oberen Räumen eingemietet, es gibt Kontakte mit Gastronomien und UCOP koordiniert Arbeitsansätze im Gebäude. Plan B für Krauchenwiese Ortsmitte enthüllt. Auf dem Prinzenpalais-Gelände in der Krauchenwieser Ortsmitte entstehen ein Kreisverkehr, ein Buswendeplatz und viele Parkplätze. Das hat Bürgermeister Jochen Spieß bei einer Bürgerversammlung verkündet. Zuvor war es zum Zerwürfnis zwischen der Gemeinde und dem Herrenberger Investor Marquardt Immobilien gekommen, der auf dem Gelände seniorengerechte Wohnungen errichten wollte. Das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck hat sein Programm für die kommende Saison vorgestellt. Unter anderem soll am 19. Mai, dem Internationalen Museumstag, das Museumsdorf belebt werden. Im Juni wird dann das Haus des Jahres eröffnet, der Heidenhof. In einer Sonderausstellung werden Besucher in das Jahr 1847 zurückversetzt. Wie das aussehen soll, berichten Corinna Krüger und Linda Seiß.
Das Freilichtmuseum Neuhausen hat sein Programm für 2019 vorgestellt. Eine besondere Geschichte wird ab Ende Juni in einer Sonderausstellung in einem alten Schwarzwaldhof erzählt. Für Museumsleiterin Almut Grüner ist das ein besonders spannendes Highlight. Wir haben wieder ein Haus des Jahres dieses Jahr, den Haldenhof aus dem Schwarzwald, aus Schonach. Und dort werden wir die Geschichte erzählen der Familie Hock aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, weil wir wissen, die Bäuerin ist da 1847 gestorben. Und wir nehmen das als Anlass, um die Hausbewohner sozusagen ihre eigene Geschichte erzählen zu lassen. Dabei sollen die Besucher des Freilichtmuseums nicht nur die Räumlichkeiten des alten Schwarzwaldhofs anschauen, sondern in die Geschichte der Familie Hock eintauchen. Wir haben recherchiert, wir waren in den Archiven und haben uns angeschaut, was wir über die Familienmitglieder noch erfahren können und haben uns jetzt vorgenommen, dass wir die Familienmitglieder sozusagen in Filmen, kurzen Filmen darstellen und die dann praktisch selber erzählen, was dieses Ereignis, dass die Bäuerin gestorben ist, für sie bedeutet. Bierseminare oder Kurse, in denen Käse selbst gemacht wird, gibt es schon länger. In diesem Jahr wird es noch etwas Neues geben. Denn das Museum verfügt über eine eigene historische Brennerei. Im vergangenen Jahr konnte im Freilichtmuseum viel Obst von den eigenen Obstbäumen geerntet werden. Dieses ist nun zum Maischen angesetzt. Bei mehreren Schaubrennen können die Besucher dabei zusehen, wie aus der Maische der Schnaps entsteht. Jetzt im Mai, am 19. Mai, das ist der Internationale Museumstag, da gestalten wir das belebte Dorf, wie die Veranstaltung heißt, gemeinsam mit den Vereinen aus Neuhausen. Und da freuen wir uns ganz besonders drauf. Ab Samstag, 30. März, hat das Freilichtmuseum wieder geöffnet. Wer als Erster vor der Türe steht, hat die Möglichkeit, eine Jahreskarte zu gewinnen. Willkommen zurück. Er war ein meisterhafter Landschaftsmaler und hat Werke geschaffen, die zu den bedeutendsten Gemälden des Expressionismus zählen. Und doch wirft die Ausstellung mit Werken von Ernst Ludwig Kirchner, die seit heute im Ravensburger Kunstmuseum zu sehen ist, Fragen auf und kann die Besucher sogar erschüttern. Rahel Krömer berichtet. Diese Aktzeichnung von Ernst Ludwig Kirchner wirkt auf den ersten Blick nicht verwerflich. Doch Kirchner hat hier Porträts von Lina Franziska Fährmann gemalt, genannt Frenzi. Und die ist zum Zeitpunkt, als sie auf den Bildern des Künstlers auftaucht, gerade mal 12 Jahre alt, erzählt die Kuratorin der Ausstellung Katharina Beisiegel. Auch dieses Bild zeigt Frenzi zusammen mit einem Künstlerkollegen Kirchners. Die Ausstellung zeigt auch diese Werke Kirchners ganz bewusst. Also es würde ja heißen, eine Künstlerbiografie, das Schaffen eines Künstlers auf das zu reduzieren, was uns einzig gefällt. Und das ist natürlich nicht korrekt. Man muss schon das ganze Bild zeigen. Und es ist wesentlich, dieses Bild aber dann auch entsprechend zu kontextualisieren mit Inhalten. Die Bilder sollen nun eine Diskussionsgrundlage für die Besucher bieten. Sie reihen sich ein in einen Überblick über alle Schaffensperioden des Künstlers. Während Kirchner in seinen frühen Werken noch mit wenigen Strichen Bilder erschafft, sieht man auf seinen späteren Bildern zum Beispiel oft Landschaftsaufnahmen. Kirchner hat wirklich versucht, das Expressive abzustreifen. Er hat mit dem Wort expressiv auch nicht viel anfangen können. Er hat selbst diesen Begriff neuen Stil erfunden. Die Ausstellung ist jetzt bis zum 10. Juni im Kunstmuseum in Ravensburg zu sehen. Wir kommen zum sportlichen Teil der Sendung. Hier sind die aktuellen Sportnachrichten aus der Region für Sie. Am vorletzten Spieltag der Hauptrunde in der Volleyball-Bundesliga hat der VfB Friedrichshafen Heimrecht gegen die Netzhoppers KW. Spielbeginn der Hefler-Mannschaft am Samstagabend in der heimischen ZF-Arena gegen den aktuell Tabellenneunten ist um 19.30 Uhr. Das Hinspiel in Brandenburg gewann der VfB Ende Dezember mit 3:1. Mit 6 Spielen ist der VfL Mülheim in der Fußball-Landesliga ohne Niederlage. Die Serie wollen die Donaustädter bei Mitaufsteiger TV Darmsheim am Sonntag um 15 Uhr fortsetzen. Rechtzeitig zu diesem Spiel darf auch Abwehrroutinier Sören Lurz wieder mitmachen. Er hat die 3 Spiele seiner Rotsperre abgesessen.
Derby an der Donau. Das Derby in der Fußball-Landesliga zwischen dem FC Ostrach und dem FC Mengen steht an. Am morgigen Samstag, 16. März ab 14 Uhr, geht es im Ostracher Buchbühl-Stadion um wichtige Punkte. Beide sind derzeit auf Kurs Klassenerhalt in der Landesliga. Und beide sind in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen. Mengen ist nach 2 Siegen in Folge zuletzt mit nun 27 Punkten auf Rang 6 geklettert. Ostrach ist mit 26 Zählern Achter. Das Hinspiel gewann Ostrach in Mengen im September 2018 mit 3:1. Ja, auch wenn das Wetter in diesen Tagen den meisten von uns nur wenig Vergnügen bereitet, für die Natur ist der Regen gerade ein Segen. Mein Kollege Kai Zorn verrät uns jetzt mehr zum Thema Wetter. Einen schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Wir werden an diesem Wochenende einen kleinen Vorgeschmack auf das Frühlingswetter bekommen, das uns nach Mitte der kommenden Woche bevorsteht. So setzt sich am Samstag von Süden her mehr und mehr die Sonne durch, nach Norden zu fällt noch Regen. Und da sind wir im Stuttgarter Raum. Wir haben bis in den Nachmittag hinein viele Wolken mit ein bisschen Regen, vor allen Dingen in Bietigheim, Bissingen und Backnang regnet es bis zum Nachmittag. Von Freudenstadt und Nagold her lockern die Wolken auf bei 11 bis 14, in Freudenstadt bei rund 9 Grad. In Ulm und um Ulm herum, sowie auf der Alp, haben wir es noch mit vielen Wolken zu tun. Nördlich der Donau bleibt es am längsten trüb mit 11, 12 Grad maximal. Südlich der Donau, da wird es bis zum Nachmittag immer freundlich, aber überall haben wir diesen bösen kalten Wind bei Temperaturen von bis zu 13 Grad, die sich selbst mit Sonne kälter anfühlen. Rund um den Bodensee setzt sich die Sonne durch. Am Vormittag sind noch ein paar Wolkenfelder da, die verschwinden dann über Sigmaringen nach Norden. Und am Nachmittag ist es dann auf und am Bodensee strahlend sonnig, oft sogar wolkenlos. Die Höchstwerte erreichen rund um Villingen-Schwenningen und Rottweil 9 Grad, am Bodensee bis zu 14 Grad und in freien Lagen fühlt es sich trotz der Sonne kälter an, weil es noch sehr windig ist. Am Sonntag gibt es erst noch mal Sonnenscheine und Temperaturen von rund 18 Grad, dann folgen Schauer. Am Montag gibt es klassisches Aprilwetter, am Dienstag klingen die Schauer ab und ab Mittwoch kommt es dann das Frühlingshoch. Vielen Dank für die Aussichten, Kai. Und damit sind wir auch schon am Ende und das Wochenende kann eingeläutet werden. Ich wünsche Ihnen schöne Tage. Bis bald. Tschüss.